Hallo liebe Filmfreunde, hier ist Folge 80 mit der nächsten Ausgabe der Movie News vom 16. März bis zum 31. März. Und wenn ich hier so gucke, ist es Unmengen geworden, wirklich Unmengen, Wahnsinn und richtig coole Sachen dabei, die ich auch gerne haben möchte. Also der März wird doch echt noch richtig heftig werden. Ja, nur eine Ankündigung von vornherein, ich habe jetzt wirklich versucht, alles reinzupacken, was es alles so gibt an neuen Editionen, was rauskommt. Und ab nächsten Monat, also ab April, möchte ich auch versuchen, die Zavisti-Buchs mit reinzumachen. Muss ich mal schauen, wie das alles hinhaut, weil das auch ein wenig komplizierter ist mit dem Nachgucken von den ganzen Erscheinungsterminen. Aber lieber wir mal probieren und vielleicht kommt es auch für euch gut an. Schreibt einfach rein, ob ihr es haben wollt oder nicht haben wollt. Ansonsten leise es auch weg, ist auch kein Problem, denn für so ein Video brauchen wir so 2 bis 3 Stunden, das zu schneiden. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen gleich mal an mit den Erscheinungsterminen vom 16. März bis zum 31. März. Und viel Spaß dabei. Am 16. März kommt leider nicht wirklich nichts raus für uns, was uns interessieren könnte, aber dafür am 17. geht schon mal volle Kanne los und zwar mit Game of Thrones in zig verschiedenen Editionen, die da rauskommen werden. Wahnsinn! Ich habe hier schon mal eine komplette Seite mit Game of Thrones. Natürlich einmal die ganz normale Edition, dann gibt es eine Collected Edition mit den 3 Dracheneiern. Die gibt es so exklusiv beim Mediamarkt. Könnt ihr euch hier gerne mal angucken. Dann gibt es noch eine weitere, die Limited Edition Digipack, die ist exklusiv bei Amazon. Dann natürlich auch noch, wie jedes Mal, gibt es auch wieder Komplettboxen. Die komplette Staffel 1 bis 5 in einer Limited Edition. Auch die ist Amazon exklusiv. Und dann gibt es noch eine weitere Collector's Edition von den kompletten Staffeln. Und zwar die Collector's Edition mit dem Monopoly-Spiel. Wahnsinn! Also hier ist wirklich jedes alles vorbereitet, was es gibt für euch. Ihr könnt jetzt kaufen, was ihr möchtet, aber bei mir wird es entweder das Digipack werden oder das die Dracheneier. Muss ich mal schauen, was bei mir wird. Auf jeden Fall die anderen eigentlich nichts weiter davon. Hätte ich auch gerne das Steelbook gleich gehabt, wie auch schon der Staffel 1 und 2. Aber noch nichts bekannt, wann es rauskommen soll. Ja, dann geht es weiter mit Irrational Man von 2015 mit Jacqueline Phoenix und Emma Stone. Als ganz normal Amabay kostet 14,99 €. Als weiteres Animationsfilm kommt Jagdfieber 4, ungebetene Besucher. Kostet 13,99 €. Ob es eine 3D-Auswertung gibt, weiß ich leider nicht. Und dann geht es gleich weiter mit einem weiteren Film, und zwar Pan von 2015 in auch verschiedenen Editionen. Einmal die 2015 Pan, Pan 2015, klar. Einmal das ganz normale 2D Amaway, dann gibt es davon auch ein 2D Steelbook, das exklusiv nur bei Saturn gibt. Dann gibt es noch die 3D-Version von Pan und auch noch ein Pan 3D Limited Edition Steelbook, das es exklusiv bei Amazon ist und das werde ich mir holen, zumindest habe ich schon vorbestellt. Bin schon sehr gespannt, das kostet 29,99 €. Ein weiteres Mediabook kommt raus und zwar von Nameless Media, die richtig coole Sachen jetzt bald raushauen werden an Editionen. Ich hoffe, ich bekomme da welche ab. Aber hier geht es um das Mediabook von Untown, Traue niemand, nicht einmal dir selbst. Ist limitiert auf 1000 Stück mit einer Hologramm-Limitierungsnummer, Wahnsinn, und kostet bei ihrem Shop 29,99 €. Am 18. März geht es dann gleich mal weiter mit einem weiteren Mediabook, unser Carriers aus dem Jahre 2009. Da ist leider keine Limitierungsnummer bekannt, aber da spielt der Chris Pine, dieser Seuchenfilm, hat mir sehr gut gefallen, habe ich auch als DVD-Box noch, in dieser Metallbox noch, vielleicht kommt auch dieses Mediabook da mal her. Dann geht es weiter mit der Doctor Who Staffel 9, kostet 52,50 €. Denke ich mal, bei Amazon ist eine Komplettbox, also keine Halbstaffel mehr. Finde ich schon mal sehr gut. So weiter geht es auch mit Dominion, die Staffel 2, von dieser Serie noch nichts gehört. Kostet 23,99 €, vielleicht für einen oder anderen was dabei. Und dann kommt für alle Godzilla-Fans, auch ich vielleicht, werde ich auch holen, eine 11. Collector Edition raus in einer Metallbox und ein Booklet. Kostet bei Amazon 69,99 €. Was mir sehr gut gefällt, weil es mir auch mit Prägung ist, schaut richtig klasse aus. Ja, dann geht es weiter mit einem weiteren Film. Liesel Warrior kostet 15,99 €, die ganz normale Amaway.
und davon gibt es auch ein Steelbook, das 19,99 € kosten wird. Aber der Film sagt mir ja nichts und wird auch nicht in meine Sammlung kommen. Dann kommt die dritte Staffel von Orphan Black raus und kostet 18,99 €. Und man darf jetzt hier auch nicht erwähnen, es gibt eine Neuauflage von der Expendables Trilogie, klar, als ganz normale Amway und kostet dort 19,99 €. Dann erscheinen noch einige weitere Mediabooks, die mir auch nicht zusagen werden, und zwar Vampire Nation. Mediabook kostet 18,99 €. Dann ein weiterer Film, Your Next, habe ich auch gesehen, hat mir auch nicht wirklich gut gefallen, kostet ebenfalls 18,99 €. Und dann am 21. März geht es los mit ein paar schönen Fullslips von Filmarena, und zwar der Marsianer im limitierten Fullslip Edition mit Lentikulat und 3D-Steelbook. Richtig geiles Teil ist die nummerierte Version, die auf 1001 Stück limitiert ist. Und davon gibt es auch noch eine Unlimited Number Edition. Und halt euch fest, diese Edition ist sogar auf 396 Stück bloß limitiert. Warum das so eine komische Zahl ist, ich habe bloß wohl erfahren, dass wohl diese Steelbooks, wo wir dabei sind, wohl dort defekt gewesen sind beim Versand wohl. Und deswegen die Limitierung runtergestuft wurde. Ja, auf jeden Fall, ich freue mich auf jeden Fall, die zwei Teile schon in meinem Besitz zu bekommen. Oh yes. Und ja, das war's von der Filmarena. Und es geht weiter mit dann dieser Scary Metal Collection, die ich schon mal letztes Mal schon vorgestellt habe. Die hätte rauskommen sollen, glaube ich, schon im Februar, glaube ich. Und es umfasst, glaube ich, 8 Filme. Warte mal. Ja, 8 Filme sind es, die jetzt noch einmal neu aufgelegt sind von 84 Entertainment in Metal Packs. Sind alle limitiert auf 1000 Stück. Und ich werde sie alle unten mal einfach mal hier komplett alle mal auch einblenden, wenn ich jetzt alles hier vorlese, weil sonst einfach zu viel ist. Es geht los mit Bloodsport. Dann kommt noch Bordello of Blood. Dann kommt Carrie von 1976. Das Schweigende Lämmer. Leon der Profi. Nee, Leon Plus mit Jean-Claude Van Damme auch. Und es geht weiter mit Misery. Dann Ritter der Dämonen. Und Suspiria. Ja, diese Filme kommen alle in dieser Scary Metal Collection raus. Ja, aber ich werde davon keinen einzigen holen, weil ich die ganzen Filme schon als Mediabooks habe. Und zumindest die Jean-Claude Van Damme Filme hole ich mir, weil ich mir einfach, ich mag einfach diese Schauspieler nicht. Ja, es geht weiter mit einer weiteren Filmveröffentlichung, die ich auch gerne in meiner Sammlung haben möchte. Und zwar die Tribute von Panem. Gibt es hier einmal als die Limited Complete Collection. Da beinhaltet 6 Discs und ein 100-seitiges Buch, kostet 74,99 €. Ich denke mal, das wird auch in meine Sammlung kommen. Und die kompletten Fan-Editions werden schon bei mir auch verkauft werden. Dann gibt es eben hier auch diese Fan-Edition, die gibt es auch noch für 16,99 €. Da wird ein paar Postkammer dabei sein. Und dann noch die Tribute von Panem Mockingjay Teil 2, die 3D-Fan-Edition, hat ein anderes Covermotiv, könnt ihr euch gerne mal angucken, und kostet 23,99 €. Trotz alledem ein guter Preis für einen 3D-Film. Und wir machen weiter am 22. März. Und da kommt auch was ganz Besonderes raus, und zwar von Steel Archive, die Steel Archive Collection Nummer 3. Da gibt es Cover A und Cover B. Sind beide limitiert auf 175 Stück. Wahnsinn, ich habe da eins ordern können. Ein Fotobook mit Booklet, dann eine VEA Lenticular Magnet Full Size, ein Full Size Full Slip und eine Nummerierungskarte je Edition. Ja, richtig cool. Schaut euch gerne mal an. Leider habe ich jetzt hier nur zwei dieselben Covermotive. Ich bin da auch übrigens sprachlos, denn auch bei Steel Archive habe ich leider auch nur diese zwei Covervarianten gesehen. Ob es da noch andere Versionen noch gibt, weiß ich jetzt nicht genau. Dann geht es weiter am 24. März mit der Akte X. Die komplette Serie für 127,99 € ist die Neuauflage von dieser großen Box. Ja, mal gucken, ob ich die holen werde, aber ich bin eigentlich jetzt so der große Akte X-Fan. Dann kommt ein weiteres Mediabook raus, und zwar Betty Blue, 37,2 Grad am Morgen, in einem limitierten Mediabook. Der Film sagt mir leider überhaupt nichts, aber kostet 24,99 €, und für den einen oder anderen könnt ihr was für euch dabei sein. Dann geht es weiter mit Game of Thrones, die komplette vierte Staffel, eine weitere Neuauflage. Wir haben ja schon genug davon, aber es muss nochmal weitergehen. Und ja, ich habe schon das Digipack und auch schon das Steelbook, und von daher langt es mir erstmal. Dann kommt ein weiteres Mediabook raus, Hercules von 1983,
kostet 27,99 €. Der Film wird wahrscheinlich auch nicht in meiner Sammlung waren, einfach weil es mir nicht interessiert. Aber die nächste Edition, wo es rauskommt, die kommt auf jeden Fall in meine Sammlung, und zwar Sons of Anarchy, die komplette Staffeln 1 bis 7 in der Amazon-exklusiven Collect-Edition. Richtig geiles Teil. Kostet 150 €. Ja, ist zwar ein satter Preis, aber für die ganzen Blu-Rays finde ich ein guter Preis. Und noch Foto, so Postkarten mit dabei und eine richtig geile Holzbox. Und die muss auf jeden Fall in meine Sammlung. Dafür kommen die ganzen normalen Serien wieder weg und holen mir die Komplettbox. Dann kommt Steve Jobs raus von 2015 für 18,99 €. Ja, mal gucken, welchen wir mal holen, wenn er am Grabbeltisch ist. Aber so jetzt erstmal nicht. Dann erscheint Superman 1 bis 5 in der Spielfilm Collection im limitierten Jumbo Steelbook für 26,99 €. Ist Amazon exklusiv und natürlich auch kommt nochmal The Dark Knight Trilogy aus im Jumbo Steelbook, ebenfalls von Amazon exklusiv für 26,99 €. Da ja dann auch bald Batman vs. Superman in die Kinos kommt. Aber leider muss ich ja ganz ehrlich zugeben, bei Superman 1 bis 5 bin ich mir nicht sicher, ob da auch diese ganzen anderen Cut-Fassungen drauf sind, wie der Donner's Cut von Teil 2. Und deswegen werde ich auch bei diesen erstmal nachgucken müssen, was alles enthalten ist. Denn es sind ja bloß 5 Discs. Ich glaube fast nicht. Ich habe schon diese andere schöne Box und werde auch die wahrscheinlich dann auch behalten. Und Batman habe ich schon zu Genüge, die hole ich mir jetzt auch nicht mehr. Dann geht es weiter mit der Phantom von 2009, kostet 14,56 €, ist ebenfalls eine Neuauflage, aber der Film sagt mir jetzt nicht wirklich was. Ja, und dann geht es weiter am 25. März, da kommen mal wieder ein paar Hardboxen raus für die Hardboxen sammeln, und zwar das Schweigende Lämmer in 3 verschiedenen Versionen. Das Cover A ist nämlich auf 111 Stück, das Cover B auf 84 Stück und das Cover C auch ebenfalls auf 84 Stück. Und diese ganzen Covermotive gab es auch schon bei Mediabooks. Und von daher ist es auch für jeden, der noch kein Mediabook hat, natürlich hier eine Alternative. Oder eben, wer natürlich auch nur Hardboxen mag, auch hier diese Alternative. Dann geht es dann in einem weiteren Mediabook, und zwar Demonic Toys Cover A. Und Cover A sind hier auf 500 Stück und Cover B und C auf 250 Stück. Auch dieser Film interessiert mich leider nicht die Bohne und wird auch nicht in meine Sammlung kommen. Der nächste Film kommt definitiv in meine Sammlung, die durch die Hölle gehen. Ein Mediabook Cover A ist nämlich auf 303, nee, Cover A bis Cover C sind alle jeweils auf 333 Stück limitiert. Und bei mir wird es, glaube ich, das Cover A oder B, glaube ich, bin mir ganz sicher. Und da kommen jetzt noch einige Mediabooks noch raus. Die fliegende Guillotine im Mediabook ebenfalls. Alle beide Covervarianten, zwei Stück A und B, sind nämlich auf 500 Stück. Dann erscheint noch Dolmen, der Space Cop, ebenfalls im Mediabook. Limited auf 666 Stück, kostet 29,99 €. Film sagt mir auch überhaupt nichts und kommt auch nicht in meine Sammlung. Ein paar weitere Hardboxen kommen raus, und zwar Man of War. Mal wieder, ne? Mediabook gibt es jetzt, Metallbox und jetzt noch die limitierten Hardboxen. Cover A und Cover B, und die sind jeweils limitiert auf 111 Stück. Entschuldigung. Dann geht es weiter mit The Faculty, Trau keinem Lehrer. Da gibt es auch viele verschiedene Cover-Varianten. Einmal Cover A, was ich absolut genial finde. Dann ist nämlich auf 500 Stück. Cover B ist nämlich auf 250 Stück. Und Cover C ist ebenfalls auf 250 Stück limitiert. Und nein, diesen hole ich mir aber Cover A, weil es einfach nur geil ausschaut. Und diesmal hat es auch nichts mit der Limitierungsnummer zu tun. Dann geht es weiter mit Der Tourist Trap, Touristenfalle, ebenfalls im Mediabook, gibt es auch 3 verschiedene Cover-Varianten. Einmal Cover A ist nämlich hier auf 666 Stück, Cover B auf 500 Stück und Cover C auf 333 Stück. Aber der Film sagt mir auch nichts und wird auch nicht in meine Sammlung kommen. Am 29. März erscheint nur Sherlock, die Braut des Grauens, mit Benedict Cumberbatch und kostet 15,99 €. Es geht weiter am 30. März mit weiteren Mediabooks, und zwar einmal der Vernichter Limited X-Rated Eurocult Collection Cover A ist nämlich auf 666 Stück und Cover B auf 333 Stück. Dann kommt noch ein Film raus, Hatchet for the Honeymoon. Einmal als ganz normale Amorway, und davon gibt es auch wieder mal ein paar Mediabooks, und zwar einmal Cover A und einmal Cover B. Cover A ist nämlich auf 888 Stück und Cover B
auf 444 Stück. Und ja, auch dieser Film sagt mir null. Und dann geht es weiter mit ein paar Filmarine-Editionen wieder, und zwar Everest im limitierten Full-Slip Edition mit 3D- und 2D-Steelbook. Ist limitiert auf 2000 Stück, und eine Unnumbered-Edition gibt es auch noch, und die ist limitiert auf 1000 Stück. Da ist eben keine Limitierungsnummer dabei. Und am 31. März erscheinen noch Alu und Spot, einmal als ganz normale Amaray und einmal als normale 3D-Blu-ray noch. Kostet 26,99 €, aber davon gibt es ein schönes Steelbook bei Zavi. Und vielleicht werde ich mir dann den Film holen und das Steelbook noch dazu holen, muss ich mal schauen. Und dann kommen noch einige coole Hardboxen raus von Hellbone. Und zwar einmal Dragon, Double Dragon, ist limitiert auf Halloween-Fest 30 Stück mit Echtheitszertifikat. Und ja, schon richtig klasse aus, aber es sind einfach keine Hardboxen, ist einfach zum Fall. Ebenfalls kommt noch Hologram Man, ebenfalls eine Hellbone Hardbox raus, ist nämlich hier auf 30 Stück und ebenfalls mit Echtheitszertifikat. Es geht weiter. Mit Moontrap, ebenfalls ein Hardbox, ebenfalls auch von Hellbone und ebenfalls auch nämlich auf 30 Stück und mit Echtheitszertifikat, sowie auch Set Demolitionist. Ich hoffe, ich spreche die aus, sorry. Ist ebenfalls eine Hellbone-Hardbox und ebenfalls mit Echtheitszertifikat und limitiert auf 30 Stück. Also wirklich richtig geile Teile dabei. Ja. Dann kommt noch The Guest raus von 1996 mit Jean-Claude Van Damme. Auch als eine Hardbox und ist limitiert auf 50 Stück. Ja, liebe Filmfreunde, das war jetzt die Erscheinungstermine von März. Vom 15. März bis zum 31. März kommt da einiges wieder raus. Und jetzt machen wir weiter mit den Kino-News. Viel Spaß! Ja, die Kino-News fangen an mit dem 17.03. Und zwar da erscheint der Film Auferstanden. Ist wohl ein Jesus-Film mit Joseph Finnis. Und der Film geht 1 Stunde und 48 Minuten. Denke mal, aber es ist auch jetzt kein Film, wo man jetzt ins Kino gehen muss, denke ich mal. Dann erscheint auch dann der dritte Teil von Die Bestimmung, und zwar Elegant, geht 2 Stunden, fand eigentlich die komplette Filmreihe eigentlich nicht schlecht und werde ihn mir wahrscheinlich auch dann auch zu Hause mal angucken, aber nicht im Kino. Ja, dann kommt Kung Fu Panda 3 am 17.03. Der Film geht 1 Stunde und 35 Minuten, ist ein Animationsfilm, ist ja schon bekannt und auf den freue ich mich schon sehr, aber ich denke mal, auch da wird es eigentlich erstmal auf die Blu-ray Heimkino-Ausstellung erst darauf hinauslaufen, denn ich fand eigentlich die schon ganz witzig. Ja, dann glaube ich nicht, der Film war meistens nicht darauf, bis jetzt jemand freut, und zwar Batman vs. Superman Dawn of Justice am 24.03. Der Film geht 2 Stunden und 32 Minuten und bin da schon extrem gespannt, wie das sein wird. Der Trailer hat mich richtig umgehauen und da werde ich auf jeden Fall ins Kino gehen, definitiv, und bin schon extrem gespannt, wie das sein wird. Dann war es für unsere lieben Frauen mit dabei, und zwar My Big Fat Wedding 2, geht 1 Stunde und 34 Minuten, ist eine Komödie. Ja, ich habe den ersten Teil schon furchtbar gefunden und ich denke mal, der zweite wird auch nicht viel besser für mich werden und von daher wird auch nicht in meine Sammlung kommen. Ein weiterer Film kommt noch, und zwar Rock the Casbah mit Bill Murray, geht 1 Stunde und 40 Minuten, eine Komödie. Und ich glaube, dass der Film auch nichts für mich sein wird, weil ich muss ganz ehrlich zugeben, Bill Murray, die letzten Filme haben mir alle nicht gefallen. Und auch da werde ich wahrscheinlich auch einen drum großen Bogen machen. Und ich glaube, das spielt sogar der Bruce Willis. Nee, ich glaube, das schaut bloß so aus. Nee. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, der Film interessiert mich nicht wirklich. Und dann kommt noch 10 Cloverfield Lane raus mit John Goodman und Bradley Cooper. Ja, habe auch nie was davon gehört, aber vielleicht ist was für euch dabei. Und ja, und dann geht es noch weiter. Am 31.03. kommen noch Criminal Activities raus mit John Travolta. Ist ein Thriller und zumindest der Trailer mir schon gut gefallen. Oder das Kameramotiv richtig cool. Und ja, bin gespannt, wie der Film wird, aber wahrscheinlich wird es auch da eher wieder die Heimauswertung wieder werden. Und noch zum Schluss, am 31.03. kommen noch The Finest Hours raus. Geht 1 Stunde und 57 Minuten mit Chris Pine, Casey Affleck und Ben Foster.
Und der Film ist eine wahre Begebenheit, ja. Und der Trailer war wirklich richtig actiongeladen und auch natürlich auch sehr kalt, mit viel Wasser verbunden. Und bin auf jeden Fall auf den Film schon mal sehr gespannt. Mal gucken, ob ich dann ins Kino gehen werde. Muss ich mal schauen, wie ich zeitlich da Zeit habe. Und ja, das war's eigentlich von den Movie News von dem 15. März bis zum 31. März. Ich hoffe, ich habe mich ein wenig aufklären können, was alles rauskommt. Wirklich einiges dabei für uns alle. Und jetzt wünsche ich euch nochmal viel Spaß beim Stöbern bei Amazon und beim überall gucken, wo man das Ganze so herbekommt. Ja. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, euer Fäusten 80 und noch viel Spaß bei meinen anderen beiden Videos, die noch kommen werden. Und bis denne. Tschüss.